Halli und hallo und herzlich willkommen mit Stets auf Zack, auch Huckepack und mit Star Wars The Old Republic. Ja, liebe Freunde, das ist ein kleines Let's Test von mir mit Star Wars The Old Republic aus dem Hause BioWare. Und die Publisher sind Electronic Arts und Lucas Arts und es ist natürlich ein Rollenspiel. Was schon seit dem 20.12.2011 erhältlich ist. Vorher war es natürlich noch Beta und kostenpflichtig gewesen. Was jetzt aber mittlerweile vor geraumer Zeit schon Free-to-Play geworden ist. Das Spiel könnt ihr natürlich schon ab 12 Jahren spielen. Ne? Es ist ab 12 Jahren freigegeben und wie gesagt, ist Free-to-Play, könnt ihr euch downloaden auf der Homepage von Star Wars The Old Republic und ja, könnt im Prinzip lossüchten. Ja, ich möchte mit euch heute das Spiel so ein bisschen antesten. Natürlich kenne ich es eigentlich schon, aber ich habe immer so gedacht, machen wir einfach mal einen Let's Test draus. Weil es einfach Spaß macht. Ja, wir haben jetzt natürlich hier können wir jetzt hier uns auswählen zwischen die Galaktische Republik und wir haben hier auch noch das Sith Imperium. So, die Galaktische Republik wurde vor 20.000 Jahren gegründet und ist eine riesige Demokratie, die von obersten Kanzler regiert wird. Die Republik ist eine wilde Mischung aus zahlreichen Welten, Firmen und Spezies, die oft miteinander in Konflikt geraten. Ja, und das ist natürlich die Republik. Sehr interessant. Und dann haben wir hier noch das Sith Imperium. Das Imperium ist eine starke militärische Gesellschaft, in der alle Fremdlinge unterjocht werden und die Sith Lords an der Spitze stehen. Das Imperium wird vom geheimnisvollen, allmächtigen Sith Imperium regiert. In der imperialen Gesellschaft zählt nur Macht und nur die Stärke. Stärksten erlangen Ruhm. So, das verspricht natürlich alles, dass natürlich die Galaktische Republik die Guten sind. Ne? Für die Leute, die ja Star Wars kennen, ist ja kein Thema, die kennen sich da aus. Und die, ne, das Sith Imperium sind halt die Bösen. So, wir wählen aber jetzt das Galaktische Republik und haben hier jetzt sozusagen vier Klassen vor uns, wo wir hier des einen jetzt die Jedi-Ritter haben. Die Jedi-Ritter als Kommandanten von und kämpfen Helden und streiten standen die Jedi-Ritter an der Frontlinie jeder Schlacht. Sie sind Meister des Lichtschwertkunst, treten, springen und schnellen durch die Lüfte und setzen die Macht ein, um sich ihren Weg zu bahnen. Natürlich, wie soll es auch anders sein, die mächtigen Yetis, die natürlich die Republik zusammenhalten und die Macht im Universum und so weiter und so weiter. So, dann haben wir hier noch die Jedi-Botschafter. Die Jedi-Botschafter ist als Meister der Geheimnisse der Macht sowohl ein Kämpfer als auch ein Heiler. Lehrer und die Schüler, die Macht kann eingesetzt werden, um den Geist der Schwachen zu vernebeln, die Kraft der Gefallenen wieder herzustellen und sowohl Gegner als auch Objekte durch die Luft zu wirbeln. Ja, das sind unsere Jedi-Botschafter. Die können das. Die sind die Guten. So, dann haben wir hier noch die Schmuggler. Schmuggler leben nach ihren eigenen Regeln und sind somit die unberechenbarsten Charakter der Galaxie. Sie wählen ihre Kleidung und hinsichtlich der Bewegungsfreiheiten aus und sie müssen natürlich Eindruck machen, tragen einen oder zwei Blaster und sind immer bereit, zuerst zu schießen, um sich dann zu tarnen und davon zu schleichen. Ja, das sind unsere Schmugglers. Die sehen auch so schon so aus. Ihre Waffen sind natürlich die Blasters. Und dann haben wir hier noch die Soldaten.
In den ganzen Galaxie stürzen sich die Elite-Sondereinheiten der Republik in die grausamsten Konflikte bereit, denen großmöglichen Schaden anzurichten. Ausgestattet mit modernsten Rüstungen, gewaltige Bewaffnung und der besten Ausbildung, die es gibt, kombinieren Soldaten Führungstalente und Speerfeuer. Ein Unmengen an Sprengstoffen und Feuerwaffen. Ja. Das verrät uns natürlich auch wieder alles. So, wir können uns jetzt sozusagen jetzt zwischen den dreien hier wählen. Ja, was nehmen wir denn da? Nehmen wir hier Jedi-Ritter oder nehmen wir hier Jedi-Botschafter? Ich würde mal sagen, wir nehmen mal hier Jedi-Botschafter. Und dann können wir hier natürlich rechts in der Ecke auf Weiterklicken. Und hier haben wir dann die Spezies wählen. Also, ne, die einzelnen Spezies der Charaktere. Hier muss ich aber euch sagen, sind nur zwei zur Verfügung. Einmal die Zebrak und einmal die Menschen. Die anderen müsst ihr euch natürlich für Geld freischalten lassen, wenn ihr das spielen wollt. Und ist klar, da es ja Free-to-Play ist, wird sich das Spiel halt durch Shop-Items und Freikaufen von Gegenständen halt über Wasser halten, ne? Ist logisch. Ist ja in den meisten Free-to-Plays, sagt ja auch eigentlich schon Free-to-Play. Und naja, so, wir können jetzt hier auswählen zwischen den und den. Ich denke mal, wir wählen mal Menschen. So, dann haben wir nämlich die Geschlechterauswahl, dass wir zwischen Menschen... Möge die Macht mit uns allen sein. Natürlich, die Macht ist auch mit dir, mein junger Padawan. Zwischen Männlein und Weiblein könnt ihr natürlich auch auswählen. Dann habt ihr natürlich hier diese Erscheinungsbildmöglichkeit, wo ihr euren Charakter jetzt anpassen könnt. Körperbau lassen wir mal so. Dann haben wir hier so mal schnell Kopf, wo wir dann hier so wählen können, welche Gesichtsform er hier annehmen kann. Und gucken einfach mal hier. Sieht alles so ein bisschen japanisch aus irgendwie. Möchte ich aber auch nicht. Dazu ein langes Gesicht, ein langes Kinn, naja. Der sieht mir aus wie Kongo-Lippe. Der sieht mir irgendwie alt aus. Ja, das könnten wir eigentlich lassen. Ja, das lassen wir mal so. So, dann können wir hier die Namen auswählen. Wie er natürlich dann aussehen soll. Ja, wir lassen das mal. Das sieht ganz cool aus, finde ich. Dann haben wir hier Tint. Das ist natürlich hier Gesichtsfarbe. Ob wir ihm hier so ein bisschen, ja, Augenfarbe. Blau, blauer, noch blauer geht's nicht mehr. Da hätten wir auch mal ihn braun lassen können. Braun ist immer gut. So, dann können wir ihn hier noch einen Bart verpassen. So, sieht aus irgendwie wie so ein Wikinger oder so ein Zwergenbärtchen. Irgendwie komisch. Nicht schön, muss ich sagen. Die Bartauswahlen sehen irgendwie alle so, ja, so hingeklatscht aus. Also ich finde, da könnte man das ein bisschen, ja, stubbelmäßig oder sowas hätte auch dazwischen sein können. Wer rennt denn schon so umher hier? Nee, also ich nicht. Da lassen wir das Band weg. So, und dann kommen wir jetzt hier zu Haare. Haare. Können wir hier so ein bisschen machen. Ach, das ist Glatze. So. So. Ihr könnt natürlich euren Charakter hier auch so ein bisschen drehen. Damit ihr vielleicht auch mal sieht, wie es von der Seite aussieht. Okay, so sieht er aus wie Luke Skywalker. Neokesenschnitt. Fast ein Afro.
Ah, das ist ganz gut. Das können wir so lassen. Kommt auch fast mein Haarschnitt näher. So, das waren jetzt Haare. Jetzt kommen wir zur Haarfarbe. Da können wir natürlich hier auch auswählen. Natürlich kein Blond. Das sieht so ein bisschen, ja, wie gewollt, nicht gekonnt aus. Rot auch nicht. Ich auch nicht. Dann bleiben wir hier so ein bisschen bei, ja. Haben wir auch einen Braun zwischen? Das ist schwarz. Das ist noch schwärzer, grau. Wir sind ja hier kein alter Jedi. Ah, lassen wir das mal so, wa? Ja. Ja, lassen wir das mal so. Hautfarbe. Natürlich, das ist auch wichtig. Damit unser Charakter hier nicht zu blass aussieht. Ein bisschen weiter weg machen. Ja. Okay, können wir so lassen. So, dann geben wir natürlich hier auch noch einen Namen ein. Ich gebe jetzt mal, Storm ein. Mal sehen, ob er schon vergeben ist. Name ist verfügbar, bitte wähle einen anderen Namen. Ja, natürlich, das ist ja hier... Ach ja. Machen wir mal... Storm LP. So. Natürlich, der war nicht vergeben. Hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert. So. Das Neuling-Paket enthält Gegenstände, die neuen Spielern einen Vorteil verschafft. Das bevorzugte Zugangspaket bietet zusätzliche Annehmlichkeiten für Spieler mit bevorzugenden und so weiter. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie. Ah, Padawan. Ich habe eure Fähre gehört. Ich bin Meister Sio Bakarn vom Rat der Jedi. Willkommen auf Tython. Dies ist die uralte Heimat des Ordens, wo die Jedi entstanden sind und unsere begabtesten Padawane ihre Ausbildung beenden. Zu sehen, wo die ersten Jedi wandelten, zu trainieren, wo sie es taten, ist eine große Ehre. So eifrig. Eure neue Meisterin kommt sicher gut mit euch aus. Eure Lehrer berichten, dass ihr schon als Kind eine äußerst starke Verbindung zur Macht hattet. So etwas haben wir lange nicht gesehen. Leider ist eure neue Meisterin noch nicht hier. Yuan ließ ihre Ausgrabung zurück und kommt nach Tython, um euch auszubilden. Ist Meisterin Yuan Archäologin? Sozusagen. Vergesst als ihr Padawan niemals eure Grundausbildung oder den Jedi-Kodex. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Das ist... Yuan,
Da seid ihr ja endlich. Du bist also eingetroffen, mein Padawan. Leider ist keine Zeit für eine Begrüßung. Die erste Krise steht bereits bevor. Eure Verspätung liegt sicher an dieser Krise. So ist es. Tython ist eine Schatzkammer voll alter Jedi-Relikte. Kürzlich entdeckten unsere Forscher mehrere Leer-Hologramme, doch sie wurden nicht vollständig untersucht. Die Hologramme stammen vielleicht von den Gründern des Jedi-Ordens. Sie sind schlichtweg unersetzlich. Aber eine Gruppe Fleischräuber macht seit neuestem das Gebiet unsicher. Die kostbaren Hologramme sind in Gefahr. Fleischräuber sind mir nicht bekannt. Die Fleischräuber stammen von Tython. Wilde Kannibalen, die alles und jeden zerstören. Auch die Hologrammprojektoren. Kampftruppen treiben die Fleischräuber zurück, aber die Bergung der Hologramme wird deine erste Aufgabe sein. Nein, Yuan setzt keinen Padawan den Fleischräubern aus, auch nicht für wertvolle Artefakte. Einen Padawan, der mit 4 Jahren schon mehr Macht in sich trug als ich mit 15. Gute Schüler brauchen Herausforderungen. Ich berge also die Hologramme und achte auf Fleischräuber. Wo soll ich anfangen? Die Hologramme sind in den Narls. Sei vorsichtig. Das Gebiet hat so seine Tücken. Wenn es Probleme gibt, ruf mich mit diesem Holokommunikator. Wenn du die Hologramme hast, triff mich beim Jedi-Tempel. Wir haben viel zu besprechen. Natürlich. Und damit willkommen nochmal zu Star Wars The Old Republic. So, wir haben sozusagen unsere erste Aufgabe gekriegt. Und hier unten seht ihr jetzt eure Menüleiste, wo ihr eure HP-Punkte habt oder auch Gesundheit, wo wir 610 von 610 haben. Dann haben wir hier unsere, ja, wie könnte man das sagen, Mana oder Machtleiste. Keine Ahnung, wie man das bezeichnet. Hier unten haben wir auf jeden Fall die XP-Anzeigeleiste, wo sich dann, ne, natürlich eure Erfahrungspunkte steigern, je nach getöteten Gegnern oder erfolgreiche Aufgaben. So, wir haben ja auch schon 3 verschiedene Fähigkeiten oder auch, ne, Fertigkeiten genannt, die wir hier im Kampf einsetzen können. Rechts habt ihr euren aktuellen Kompass, wo ihr euer aktuellen Standort findet und wo ihr natürlich auch alles so ein bisschen einstellen könnt. So, ja. Oben natürlich habt ihr eure komplette Menüleiste, wo ihr eure Charaktere sehen könnt, die Attribute, Gesundheit, Rüstungen hier einsetzen könnt. Eure Stufe angezeigt wird und ja, eure neutralen Rang hier, ob ihr natürlich in Richtung gut geht oder in Richtung böse, hängt auch von den Questen ab, was ihr dann nachher mit der Zeit wählen tut. Dann haben wir hier das Inventory oder Inventar, ne, wo ihr eure Gegenstände natürlich drin sind, das brauche ich euch ja nicht zu erklären. Das kennt ihr eigentlich schon als eingeschweißte Rollenspieler vielleicht. Dann habt ihr hier die Fähigkeiten. Hier könnt ihr nochmal nachgucken. Hier, das sind hier Passivdinge. Hier werden wir auch dann welche lernen. Das sind hier allgemeine. Und ja, dann haben wir hier ein Missionslogbuch. Hier werden eure Questen angezeigt, wo ihr dann alles so euch nochmal durchlesen könnt. Hier die wichtigste Personen, Jedi-Botschafterin und so weiter, Sperrungen. Ja, dann haben wir hier noch Vermächtnis. Da werden Erfolge sozusagen angezeigt, was dann im Laufe des Spiels dann alles erreicht habt und so weiter. Dann habt ihr natürlich auch noch ein Sozialfenster. Mit Freunden könnt ihr dann hier und Gilden. Das wird dann alles dann hier so in diesem Fensterchen angezeigt. So, was haben wir hier noch? Hier ist auch noch mal was mit Gilde. Das ist im Prinzip eigentlich das gleiche, wie was wir hier schon auf O haben. Bloß, dass das hier gewählt ist. Und ja. Hier haben wir noch so ein anderes Fenster. Hier haben wir dann die kompletten Einstellungen, wo ihr was dann vornehmen könnt.
ne, wie zum Beispiel Soundeinstellung, Gesamtlautstärke. Musik können wir ein bisschen unterdrehen. So. Dann klickt man hier auf OK und dann wird es auch schon angewendet. Im Prinzip. So, Kundendienst, Hilfesuche haben wir ja auch. Und das hier ist der Kartellmarkt, sozusagen, also der Shop, der Shoppe, wo ihr Gegenstände kaufen könnt. Das Spiel ist zwar Free-to-Play, aber es finanziert sich halt durch Shop-Items, ne? So wie jedes Free-to-Play-Spiel eigentlich an sich auch. Und ich meine, das eigentlich muss immer jeder für sich selber wissen, aber mal hier so einen geilen Anzug sich mal zu kaufen für seinen Charakter, wenn man wirklich vorhat, das Spiel länger zu spielen als nur bis Level 10 und dann mal keine Bock mehr hat oder so, kann man hier mit diesem, kann man hier sich hier ruhig mal was leisten, um ein bisschen auf die Kacke zu hauen. Aber das muss, wie gesagt, jeder selber wissen. Es nützt dir kein was, wenn man hier bloß so ein Spiel zockt oder nur anzockt und dann, ne? So, wir gehen jetzt hier mal raus. Mit WSD können wir uns fortbewegen, ist ganz klar, wie in jedem Rollenspiel auch. Mit Leertaste haben wir natürlich hier Springen. Mit E und Q können wir hier seitwärts laufen. Und wir werden jetzt mal... mit M haben wir natürlich unsere große Weltkarte hier, ne, wo wir jetzt gucken können, wo wir sozusagen hingehen können. Und wir müssen jetzt hier zu diesem Meister-Taxi gehen, der uns natürlich zu unserem Standort hinbringen wird, wo wir hin müssen. Ursprünglich. Huch, jetzt habe ich die Kameraführung zu schnell gedreht. Und da gehen wir jetzt mal, pushen wir jetzt mal hier hin zu ihm. So, ansprechen tun wir den Charakter jeweils immer mit der rechten Mausklick-Taste. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Danke, danke. Und da wollen wir jetzt natürlich auch hin. Passen Sie auf sich auf. Und schon fahren wir hier sozusagen, oder fliegen wir hier mit so einem schönen Glider durch die Gegend. Finde ich geil. Für jeden eingeschweißten Star Wars-Fan ist das ja mal, ne? Ist ja im Prinzip eigentlich eine schnelle Fortbewegung eines Teleports. So. Wir sind jetzt da angelangt, wo wir eigentlich hin sollen. Da ist auch schon einer hier unterwegs. Und wir gucken mal hier, zu wem wir eigentlich hingehen müssen. Müssen wir hier zu ihr hingehen? Ich guck mal. Meisterin Litari. Ich bin froh, mein Wissen mit Jüngeren teilen zu können. Natürlich. Lebte wohl, junger Jedi. Ja, danke. Kommt mir so irgendwie bekannt vor von dieser eine Clone Wars da. So, wir müssen jetzt hier zum Meister Rilnex bestimmt. Padawan, kommt zu mir. Das Trainingsgelände ist heute nicht sicher. Trainingsgelände ist heute nicht sicher. So, wir haben jetzt hier natürlich, wie ihr vorhin schon gesehen habt, drei verschiedene Möglichkeiten immer zu antworten. Die werden im Laufe des Spiels natürlich auch abhängig sein, in welche Richtung ihr geht, ob ihr gut oder böse seid, weil manche Antworten haben dann hier natürlich in der Mitte auch ein hellen Symbol oder halt das böse Symbol der, ne, Bösen halt. So, wir fragen mal hier mit der Nummer 2, was denn los ist. Sagt mir, was hier vor sich geht, dann kann ich euch vielleicht helfen. Ihr seid Meisterin Yuans Padawan, oder? Dann habt ihr bereits eine Kampfausbildung erhalten. Natürlich. Gut. Vielleicht könnt ihr helfen. Die Kurzversion ist, dass Fleischräuber das Trainingsgelände überrannt haben. Und nun ist eine Gruppe Padawane ohne jegliche Kampfkenntnisse in den Hügeln gefangen. Sagt mir nur, was ich tun soll. Ich bin hier, um zu helfen. Ich habe hier einen Sender. Wenn ihr die Padawane findet und den Sender aktiviert, werden wir so schnell wie möglich eine Evakuierungsfähre schicken. Eine Jedi-Gruppe aus dem Tempel ist hierher unterwegs. Aber vielleicht sind sie nicht schnell genug. Möge die Macht mit euch sein. Danke, danke. Möge die Macht auch mit dir sein, Rilnex. So, da unten kämpfen schon welche, sehe ich hier gerade. Das sind also diese Fleischräuber. So, wir werden jetzt mal hier runtergehen und uns mal in Getümmel stürzen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier erstmal Schnellreisen. Achso, das ist Schnellreisen. Was ist das hier? Meditation. Du kannst innerhalb...
innehalten und meditieren, um deine Gesundheit und Macht zu regenerieren. Schaden beenden. Den Effekt kann nicht im Kampf eingesetzt werden. Okay, das ist also hier eine Meditationsart, die man hier machen kann. Die soll wohl unsere Gesundheit wiederherstellen und uns regenerieren. Können wir leider natürlich nicht im Kampf einsetzen. Schade eigentlich. So, wir werden uns jetzt hier mal gucken, wo wir hier welche finden. Und hier sind schon die ersten Fleischer. Yeah. So, attackieren. Zack, zack. So. Mit der rechten Maustaste können wir natürlich die Taschen der Gegner leer räumen. Bleibst du stehen, Lulu? Achso, der haut schon ab. Okay. Ach, der wurde schon niedergestreckt. So, dann wollen wir mal hier hinten hingehen. Und gucken mal hier. Die Steuerung ist natürlich zum Anfang ein bisschen gewohnheitsbedürftig, so mit dieser Mauskameraschwenkung, weil die doch irgendwie relativ zu fein eingestellt ist. Aber man gewöhnt sich sehr schnell dran. Die sitzen hier umher. Das kann doch nicht angehen. So, und da haben wir ihn auch schön niedergestreckt. Keine große Sache. Sind ja jetzt zum Anfang nicht gerade besonders schwer. Wir gucken, was wir hier im Inventar alles eingesammelt haben. Verbeultes Magazin haben wir hier und Meditationsperlen. Und was haben wir hier? Rationspakete. Achso, dieser Gegenstand hat einen Nutzen. Ach, keinen Nutzen. Kann aber ein Händler verkauft werden. Okay. Okay, das hat also für uns keinen Nutzen, aber wir haben es im Inventar, das ist ja auch prima. So muss es ja sein, ne? So, hier haben wir einen Genießfleischer, den wir auseinandernehmen können. Au. Blocken tut er automatisch und mit unserer zweiten Attacke können wir sozusagen... die müssen wir aber hier mal ein bisschen auf die 4 packen, weil in dem Grund... Das auf die 3... Ja. Ich habe das nämlich ganz gerne, wenn ich meine Fähigkeiten immer von 4 abwärts habe. Oh, was ist denn das hier? Eine Kiste? Hier ist eine Kiste. Machen wir mal auf. Zack, haben wir alles genommen. Was habe ich jetzt hier eingesammelt? Cool. Ich habe hier Schuhe. Neue Schuhe. Cool, jetzt habe ich neue Schuhe an unten. Sehr schön. So, wir müssen eigentlich jetzt mal gucken hier auf unsere Karte, wo wir hier hin müssen. Hier sind ja verschiedene Standorte. Der Weg des Jedi, was haben wir hier? Noch ein Weg des Jedi bringt Nord-Hologramme. Ach, hier sind überall Hologramme. Okay. So, dann gehen wir erstmal... Das sieht mir hier so ein bisschen komisch aus. Ein toter Padawan liegt im Käfig. Könnte es noch mehr käfige Fleischräuber geben? Aha. So, wir werden hier mal die hier ein bisschen abschlachten. Yes. Und da haben wir ihn weggebombt. So, das muss ich doch mal auf die 5 packen und das mal auf die 4 und das mal auf die 3. So. Gut, dann kann ich nämlich diesen Felsen werfen oder diese Macht einsetzen. Das ist schon ganz cool irgendwie. So, da ist noch ein weiterer Käfig. Wir können mal darüber gucken. So. Öffnen wir das mal. Der ist nämlich noch lebendig. Komm raus, mein Guter. Und schnell abhauen. Bäm, siehst du? Da haben wir nämlich
Zack, und da haben wir ihn wieder gestreckt. Die Fähigkeit ist cool. Das hat der normale Jedi aber nicht. Diese Machtwerfung. Das hat wohl anscheinend nur dieser Jedi-Botschafter. Ja, es gibt noch einzelne Unterschiede zwischen den Charakteren. Und ich habe ja bis jetzt den... Ach so, der schießt auf mich, der Penne. Bam. So, da hast du es. So, wir sind natürlich jetzt Stufe 2 geworden. Was auch ganz geil in Szene gesetzt wird hier, muss ich sagen. Finde ich cool. So, wir werden mal hier den nächsten befreien. Da haben wir ihn. Yes! Erfolg abgeschlossen. Tür und Schlag gegen den Fleischräuber. Siehste. Wir haben eigentlich einen Erfolg jetzt abgeschlossen. Hier, den werden wir auch mal öffnen. Damit er fliehen kann. Zack, 2 von 6. So, lauf schön nach Hause. So. Hier ist ja in der Nähe noch was. Müssen wir hier mal lang gehen. Und hier müsste was sein. Was ist das? Ach, ein Nord-Ost-Hologramm. Aktivierungsprotokoll gestartet. Nach dieser langen Stille kommt endlich doch noch jemand. Ich bin Garon Chad. Vor Jahrtausenden war ich einer der Gründer des Jedi-Ordens. Für ein Hologramm seid ihr erstaunlich wortgewandt. Wir brauchten ein würdiges Gefäß für unser Wissen. Als der Jedi-Orden seinen Anfang nahm, erkannte ich, dass wir uns dem Frieden verschreiben mussten. Wir mussten unsere Emotionen beschwichtigen und den Krieg in der Galaxis beenden. Wenn wir kämpften, dann nur, um uns zu verteidigen. Das ist das Grundprinzip der Zivilisation. Zivilisiert zu sein bedeutet auch, die Schwächeren zu beschützen. In der Tat. Aber dann müssen wir uns der Spuren bewusst sein, die unser Handeln in der Geschichte und in uns selbst hinterlässt. Die Jedi mögen sich verändert haben, aber der galaktische Frieden ist nach wie vor eines unserer Ziele. Aktivierungsprotokoll beendet. Viel Erfolg. Ja, so ist das. So, abgeschlossen des Nordost-Hologramms. So, wir haben jetzt ein Nordost-Hologramm abgeschlossen. Hier an der Seite werden unsere Quests auch nochmal dargestellt. Was wir so bis jetzt erreicht haben. Und wir müssen mal auf die Karte nochmal gucken. Wir haben jetzt hier den ersten Hologramm abgeschlossen. Müssen jetzt darunter gehen zum nächsten Hologramm. Huch. Werden wir mal hier lang marschieren. Und hier tritt mir auch gleich schon wieder die nächsten. Komm, hör doch auf, ihr habt doch keine Chance gegen mich. Die macht es mit mir. Hahaha. Ich hab doch gesagt. Ihr habt keine Chance gegen mich. So, da kommt schon der nächste angelatscht. Den haben wir mal mit der Macht irgendwie vernichtet. 10 von 15. So, müssen jetzt hier sowieso hier unten lang. Um zu dem nächsten Hologramm zu laufen. Oh, was sind das für Viecher? Ein wilder Manta-Katze. Wow. Yes. Tja, war natürlich kein Problem für mich. Erfolgreich abgeschlossen. So, wir haben natürlich wieder einen Erfolg errungen. Das ist schön. Und ich glaube, wir erreichen hier gleich das nächste Hologramm. Jo, hier ist das nächste Hologramm.
Aktivierungsprotokoll gestartet. Ah, es ist noch jemand gekommen, um zuzuhören. Als der Jedi-Orden gegründet wurde, war ich es, Carla Brin, die sagte, dass wir uns der Gerechtigkeit verschreiben sollten. Wahre Gerechtigkeit kann nicht durch Emotionen entstehen. Wir Jedi können unsere Begierden ignorieren und ohne Angst oder Wohlwollen nach der Wahrheit suchen. Wenn man keine Barmherzigkeit spüren kann, leidet die Gerechtigkeit. Mitleid mit dem Opfer oder Wut auf den Verbrecher kann uns blenden. Um klar sehen zu können, müssen solche Gefühle ignoriert werden. Das hat uns gut gedient. Wir Jedi sind bekannt für unsere Objektivität, unsere Ehrlichkeit. Jetzt liegt es an euch, diesen Ruf zu wahren. Aktivierungsprotokoll beendet. Natürlich, wie soll es auch anders sein? Ne? Ja, kein Mitgefühl zeigen, aber dann sind wir ja kein Deut besser als die Sith Lords. Und wer weiß, wo das Ganze noch hingehen wird. So, der nächste wäre nachher da hinten. Dann wollen wir uns auch mal auf den Weg machen. Mal sehen, ob ich das noch schaffen werde, das in die Aufnahme mit reinzukriegen. Ja, ja. Was will er denn da? So. Attacke. So, das nehmen wir mal schnell auf. Und dich. Zack, ein Stich und Junge, dann liegst du auf der Matte, mein Freund. Ich würde mich an deiner Stelle auch nie mit einem Jedi-Anwärter anlegen. So, wir müssen jetzt hier wohl irgendwie rum. Okay. Gucken, ob ich hier mal mich vorbeischleichen kann und die Monster jetzt mal ein bisschen aus dem Weg gehen kann, damit ich hier heil rumkomme. So, die nehmen wir aber mit. So, komm her hier. Zack. Und da haben wir ihn niedergestreckt, den Lümmel. So, ist hinter mir auch noch was? Ne, gut, haben wir alles eingesammelt. Können wir jetzt hier zu den nächsten da gehen. Alter. Hier muss ein Nest sein. So, fall um. Du Fleischräuber. So, da ist schon ein, da ist schon einer bei. Ich werde mal hier mithelfen. Ich werde mal auch eine Geisel befreien. So. Hier ist auch schon der nächste. Nächste Protokoll-Ding. Zack. Mal sehen, was der zu sagen hat oder sie. Aktivierungsprotokoll gestartet. Ein neuer Jedi, der gekommen ist, um zu lernen? Ausgezeichnet. Ich bin Tarth Zendon, Bewahrer der Geschichte. Ein Gründer und Geschichtsschreiber des Jedi-Ordens. Der sieht mir aus wie ein Sith. Ich sah, wie wir zu Wissens- und Geheimnishütern wurden. Wir Jedi würden die Weisheit der Galaxis bewahren. Ja, ja, ja. Klingt nicht so aufregend. Das tue ich, indem ich euch rette. Das würde ich auch gerne tun. Blablabla. Ich bin hier, um den Projektor eures Hologramms zu bergen. Er könnte von Fleischräubern zerstört werden. Ihr rettet, was für immer verloren sein könnte. Meinen Dank. Aktivierungsprotokoll beendet. Oh, er bedankt sich auch noch sogar noch bei uns. Das ist ja schön. So, damit haben wir den vorletzten. Und der letzte, wo ist der? Der schreibt sich natürlich da oben. Und da werden wir dann jetzt auch mal hingehen. Und dann haben wir... Ich glaube, dann haben wir alle durch. Kann ich hier nicht abkürzen, indem ich hier querfeld eingehe. Wir gucken mal. Alter. Aus dem Weg, Junge. Gegen meine Macht hast du nichts anzustinken.
So. Den hat er auch niedergestreckt. Also da oben ist, glaube ich, schon der nächste. Oder besser gesagt, der letzte. Wenn wir da mal hingehen, was ist das hier eigentlich? Ach, Macht der Tapferkeit. Macht der Tapferkeit. Stärke, Zielgenauigkeit, Willenskraft und List um 5% erhöhen. Aha, körperliche und Elementarschaden, Schadensreaktion um 10% erreicht. Oh, cool. Nicht schlecht. Also wie gesagt, es ist ein schönes Spiel. Star Wars, also echt empfehlenswert. Und da es ja Free-to-Play ist, Leute, zieht's euch, zockt's euch, habt Spaß damit. Was, ist das Ding kaputt? Oder was? Meisterin Yuon, ich bin auf ein Problem gestoßen. Einer der Holoprojektoren wurde offensichtlich gestohlen. Gestohlen? Aber die Fleischräuber stehlen nicht, sie zerstören nur. Ich kümmere mich darum. Wenn du die anderen Hologramme hast, such mich im Jedi-Tempel auf. Ich schicke dir die Wegbeschreibung. Und bitte, Padawan, sei vorsichtig. Das sind wir natürlich. So, wir haben das jetzt abgeschlossen. Und unser nächster Weg wäre jetzt sozusagen im Jedi-Tempel, der hier unten hinführt. Und ja. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt an dieser Stelle das Let's Test beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit Star Wars The Old Republic. Ein wunderschönes Free-to-Play-Spiel, muss ich sagen. Ich habe es damals schon gern gespielt. Wollte aber dafür kein Geld ausgeben. Und ja, wie gesagt, hat sich ja belohnt, das Warten. Und downloaden könnt ihr euch das... Ich werde euch den Link unten unten verlinken, wo ihr es euch ziehen könnt. Und ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.